Weihnachtsstimmung in der Wiener Markshalle. Für ihre bereits sechste Ronald McDonald Kinderhilfsgala wählte Organisatorin Sonja Klima das Motto Karussell, alles Gute kommt zurück. Viel Gutes konnten die Gäste an diesem Abend bei der Charity-Auktion tun. Wir haben ganz tolle Auktionsgegenstände, wir haben Balkenholz im Immendorf, wir haben wirklich schöne, wir haben einen tollen Schmuck, wunderbare Sachen und wir hoffen halt, dass das wirklich wieder sehr hoch hinaufgesteigert wird. An gut betuchten Gästen, die das nötige Kleingeld haben, mangelte es an diesem Abend nicht. Aber sitzt die Geldbörse der Reichen und Schönen für den Zweck ausnahmsweise ein bisschen lockerer? Also ich habe vor, glaube ich, 3 Jahren einmal ein Bild ersteigert, das war ca. 25.000. Und schauen wir mal, was es heute wird. Heuer ist was dabei, gell? Jetzt war es eine leidenschaftliche Golfer. Und Red Bull hat einen Preis gespendet, wo du mit 10 Freunden nach Venedig, Venedig-Lido, okay. Viel Bälle verlierst. Okay. Ja. Und das könnte man also steigern. Ausrufungspreis 18.000 Euro, Franz. Ja. Du bist Olympiasieger. Du wirst das haben. Ich bin extra früher gekommen. Ich schaue mir jetzt an und wenn es gute Sachen gibt, dann steigere ich fleißig mit. Ja. Zum Sehen gab es wahrlich genug. Bilder, Skulpturen, Schmuck und sogar ein Roller standen zur Aktion. Unter den VIPs gibt es sogar einige Profis, was Versteigerungen angeht. Und was sind die Lieblingsstücke, die sie jemals ersteigert haben? Und anders mal habe ich auch noch eine Riesenpuppe, die keiner wollte, von Peymann ersteigert. Da waren lauter große Schauspieler unter Peymann und den Peymann wollte keiner kaufen, partout nicht. Dann habe ich ihn selber gekauft. Jetzt habe ich meinen eigenen Peymann zu Hause. Im Super Bowl. Ja. Wirklich? Ja. Du fährst zum Super Bowl? Ja, ich war zum Super Bowl. Ich freue mich schon riesig. Und schon ging es los. Neben dem Gala-Dinner wurde alles, was nicht miet- und nagelfest war, an den Mann oder die Frau gebracht. Als Zuckerl gab es zum Schluss sogar noch die Gitarre von Stargast Chris de Burgh zu ersteigern. Nach seinem Auftritt wohlgemerkt. 22.000 Euro. Allerletzte Schluss jetzt zum Dankeschön. Das Ergebnis kann sich letztendlich sehen lassen. Mit 635.000 Euro wurde ein neuer Spendenrekord erzielt. Doch nicht alle waren mit der Summe zufrieden. Leider heute bin ich nicht zum Zug gekommen beim Ersteigern. 635 ist eine tolle Summe, aber ein bisschen aufrunden würde ich es natürlich schon gerne. Und ich freue mich, dass wir es auf 650.000 machen können. Es ist eine interessantere Summe und ich freue mich, dass ich wirklich auch was für den guten Zweck tun kann. Thank you.